Man kann sich nur allein entwickeln, man wird immer allein sein. Das Bewusstsein, dass man aus sich nicht heraus kann, alles andere ist Täuschung, Zweifel, es ändert sich nicht. In der Studienzeit völlig allein. Man hat einen Banknachbar in der Schule und ist allein. Man redet mit Menschen, man ist allein. Man hat Ansichten, fremde, eigene. Man ist immer allein. Und wenn man ein Buch schreibt oder wie ich Bücher schreibe, dann ist man noch mehr allein. Verständlich machen ist unmöglich, das gibt es nicht. Aus der Einsamkeit, aus dem Alleinsein wird ein noch verstärkteres Alleinsein abgeschnitten sein. Schließlich wechselt man die Schauplätze in immer kürzeren Abständen, man glaubt immer größere Städte. Es genügt einem nicht mehr die Kleinstadt, Wien genügt nicht mehr. London genügt auch nicht mehr. Man muss auf einen anderen Erdteil, man versucht da und dort hineinzugehen. Fremde Sprachen, es ist vielleicht Brüssel, ist es vielleicht Rom. Und dort fährt man überall hin. Und ist immer mit sich und seiner immer scheißlicheren Arbeit allein.